Mensch, ihr seid aber fleißig. Ja, heute will ich euch mal diese faszinierende Pflanze hier vorstellen, und zwar das drüsige Springkraut. Und wie ihr eben gesehen habt, sind die Hummeln natürlich auch schon ganz scharf auf diese Pflanze. Ja, leider ist es heute auch wieder sehr windig. Ja, selbst wenn die Sonne scheint, in Hamburg hast du immer starken Wind, aber egal, das soll uns nicht abhalten. Also finden könnt ihr die Pflanze von April bis Oktober, und zwar an Flüssen, an Gräben und an Waldrändern. Also ich persönlich finde sie fast immer nur an Waldrändern, meistens so zwischen Straße und Wald oder zwischen Gehweg und Wald. Ja, also das ist echt der häufigste Ort, wo ich die finde. Also über die Heilwirkung dieser Pflanze ist fast gar nichts bekannt. Also man soll sie wohl schon benutzt haben, also die Blätter davon, um Brechreiz auszulösen, denn die Blätter sind leicht giftig. Also ich habe schon mal ein Blatt probiert, ja, da sind überhaupt keine Symptome aufgetreten. Aber wenn ihr mehrere isst, dann soll euch halt wohl wirklich sehr übel werden, sodass ihr euch übergeben müsst. Was die Blüte angeht, da spalten sich die Meinungen. Also wenn ihr recherchiert, dann sagen die einen, ja, die Blüte ist giftig, und die anderen, ja, die Blüte ist essbar. Und ihr habt ja das Glück, dass ich schon die Erfahrung damit gemacht habe. Und ich kann euch sagen, ich habe mir schon mehrere Blüten hintereinander reingezogen und mir ist überhaupt nichts passiert. Also nicht die geringsten Symptome wurden ausgelöst. Also wenn ihr mal neugierig seid, wenn ihr die mal probieren wollt, dann könnt ihr bedenkenlos eine Blüte probieren, und ja, macht's mal. Also ich finde, das schmeckt echt angenehm. Aber kommen wir nun zu dem wichtigsten Thema, also zum Hauptgrund, warum ich euch diese Pflanze überhaupt zeige, ja? Und zwar zu diesen ganzen Kapseln, die hier rumhängen. Die sind nämlich besonders interessant. Vielleicht kennen sie ja auch einige von euch noch aus der Kindheit, ja? Und zwar aus folgendem Grund, den werde ich euch jetzt mal zeigen. Ich gucke mal, ob ich hier ein Exemplar finde, was reif ist. Das hier vielleicht. Wenn nämlich die Zeit gekommen ist, dann springen diese Kapseln auf. Ja, hier. Genau. Wenn die genug Druck aufgebaut haben, wenn die Zeit gekommen ist, dann springen diese Kapseln auf. Ja, dann sieht das aus wie hier. Und dann verteilen die sich wie ein Schrotflintenschuss über mehrere Meter hinweg teilweise. Ja. Also ich finde das ganz faszinierend. Aber was ich zum Beispiel als Kind noch nicht wusste, ja, und vielleicht einige von euch auch nicht, falls ihr die aus eurer Kindheit kennt. Wir haben als Kind gerne mit diesen Kapseln hier, wie gesagt, rumgespielt. Und zwar die Nüsse, ja, die sind essbar da drin, die Samen. Also es sind eigentlich Samen, ich nenne sie gerne Nüsse, weil sie schmecken einfach original nach Nuss. Also ihr könnt sie bedenkenlos essen. Ich habe mir schon ganz, ganz viele hintereinander davon reingezogen. Also es gibt auch übrigens, je nach Reifegrad, sind die Nüsse, die Samen da drin, hellbraun bis dunkelbraun, beziehungsweise teilweise schwarz. Aber da braucht ihr keine Angst zu haben, das hat einfach mit dem Reifegrad zu tun, und alle sind gleich essbar und alle schmecken einfach, ja, nach Nuss, würde ich sagen. Also probiert's mal, ja. Die Nüsse aus den Kapseln, die schmecken echt mega gut. Ja, also ich kann jedem nur mal raten, das einmal zu probieren. Ich finde es sehr interessant. Naja, kommen wir nun zum wichtigen Thema, und zwar Verwechslungsgefahr. Ja, also kann man diese Pflanze mit irgendwelchen anderen sehr gefährlichen Pflanzen vielleicht verwechseln? Also grundsätzlich eigentlich nicht. Es gibt natürlich immer Pflanzen, die irgendwo ähnlich aussehen, aber unter den Springkrautarten gibt es keine, die irgendwie tödlich giftig wäre. Also es gibt mehrere Springkrautarten. Alle sind essbar, und zwar auch so, wie ich euch das hier erklärt habe. Das heißt, die Blätter solltet ihr nicht essen, Blüte und Samen könnt ihr aber essen. Und ja, falls ihr diese Pflanze hier, also diese Sorte des Springkrauts, ja, die sehen nämlich auch unterschiedlich aus. Falls ihr die hier noch nicht gekannt habt, dann kennt ihr vielleicht die, die ich euch jetzt zeige. So, hier haben wir jetzt eine andere Art des Springkrauts. Und wenn ihr die andere noch nicht kanntet, dann kennt ihr ja vielleicht diese hier schon vom Sehen. Denn diese hier ist meiner Erfahrung nach, meiner Beobachtung nach, die mit Abstand am weitesten verbreitetste Art des Springkrauts. Also was ich auch eben noch ergänzen wollte, ist übrigens wegen Verwechslungsgefahr. Ja, das hatte ich eben noch vergessen, das ist wichtig. Also wenn ihr wirklich sehr unsicher seid, denkt einfach an den Namen der Pflanze, und zwar Springkraut. Denn ich habe euch ja gezeigt, wenn die Zeit gekommen ist und genug Druck aufgebaut wurde, mal sehen, das hier könnte einer sein. Ja, und weg ist es, ja. Also wenn genug Druck da ist und die Zeit gekommen ist, ja, die sehen dann auch richtig dick aus, dann sucht ihr euch die dicksten raus und ihr berührt die oder drückt ein bisschen rauf und die springen auf, dann denkt an den Namen Springkraut. Ja, dann springen die durch die Gegend und dann habt ihr auf jeden Fall hundertprozentig die richtige Pflanze gefunden. Probiert noch ein paar Nüsse, ja, die schmecken nussartig. Bei dieser Art hier übrigens ist die Ernte auch ein bisschen schwerer. Also hier sind nicht ganz so viele Samen drin und die sind auch nicht ganz so groß wie bei den anderen. Aber ja, auch hier lohnt es sich eigentlich. Also vor allem in ein paar Wochen so, wenn Anfang Herbst so, da sind die auch noch da und da findet man teilweise auch richtig große Kapseln mit richtig leckeren Samen drin. Ja. Eigentlich war es das damit schon, denn
alles, was ich über das Springkraut vorhin gesagt habe, ist auch einfach hier anzuwenden. Also meiner Recherche nach und auch meiner eigenen Erfahrung nach sind die alle da unbedenklich, was die Blüten und die Samen angeht. Ja, also ich habe die Art, die ich euch eben gezeigt habe, mit den lila-rosa Blüten, und diese Art hier mit den gelben, manchmal etwas weißen Blüten. Ich habe beide schon oft gegessen, also die Blätter natürlich nicht, ja, habe ich ja erklärt, sondern die Blüten und auch die Samen. Und ja, bei den Blüten immer so ein paar Stück höchstens und bei den Samen ganz, ganz viele. Völlig unbedenklich. Ja, und damit war es das eigentlich auch schon. Ja, geht raus, probiert es aus. Es ist echt eine interessante Erfahrung. Wie gesagt, schmeckt schön nach Nuss. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.